Dieser Spielfilm basiert auf einer wahren Geschichte ehemaliger Mitglieder von Scientology. Er erhebt jedoch nicht den Anspruch, die Geschehnisse in jeder Hinsicht authentisch wiederzugeben. Insbesondere die Namen der im Film handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen sowie Lebensumstände sind erfunden. Geben wir die kleine Sarah mal ihrem Vater. Wie heißt du denn? Sarah. Sarah, und weißt du, warum du hier bist, Sarah? Frank will nicht, dass ich bei meiner Mutter wohne. Und warum will dein Vater das nicht? Weil er antagonistisch ist. Antagonistisch? Sie meint, dass Ihr Vater gegen Ihre Religion ist. Seit wann ist Scientology eine Religion, Herr Kollege? Ich bin Kapitän Holzbein, Schrecken der sieben Weltmeere. Au, au. Warte. Hey, ich hab dich gleich. Warte. Gleich hab ich dich, du. Kannst du bitte reinkommen? Dr. Robert ist jetzt da. Was soll ich denn da? Das ist doch eure Sache. Du bist der Vater unserer Enkeltochter. Jetzt komm bitte. Von mir aus. Na los, Bloody Mary. Herr Robert, bitte würden Sie meiner Tochter und ihrem Lebensgefährten erklären, was wir besprochen haben. Ja, sehr gerne. Also, Herr Klaassen hat mich beauftragt, einen Erbschaftsvertrag auszuarbeiten. Ziel ist es, den Fortbestand der Reederei zu sichern und die GmbH und KKG in eine Stiftung zu überführen. Das bedeutet aber, Frau Klaassen, dass Sie... Ich auf mein Erbe verzichten muss, ich habe schon verstanden. Was soll das, Regine? Hör dir doch erst mal an, was Dr. Rupper zu sagen hat. Ich kann es mir denken, du hast Angst, dass wir deine wunderbare Firma ruinieren. Es geht darum, sie für euch zu erhalten. Ihr, also das heißt du und Sarah, seid Nutznießer dieser Stiftung. Ihr bekommt eine monatliche Apanage. Für Sarahs Zukunft ist gesorgt. Und Frank? Steht dir frei, was du mit deinem Geld machst. Na wunderbar. Warum muss er dann unbedingt hier dabei sein? Ihr Vater bittet Herrn Reiners, eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen. Das ist eine reine Formalie. Wenn Sie so wollen, eine Absicherung für den Fall, dass Sie... Und wenn er die nicht unterschreibt? Er wird sie unterschreiben. Andernfalls müsste er sich nämlich endlich mal Gedanken darüber machen, wie er alleine für dich und Sarah sorgen will. Bitte, Herr Klaassen, wir sollten sachlich bleiben. Ich bin sachlich. Komm, Frank, wir gehen. Frau Klaassen, ich glaube wirklich, Sie haben da was in den falschen Hals bekommen. Ihr Vater hat eine sehr großzügige und für alle Beteiligten vorteilhafte Regelung gefunden. Na dann, ciao. Dein Vater schmeißt uns noch aus der Wohnung raus. Mich interessiert seine Scheißfirma nicht. Und warum hast du da nicht unterschrieben? Du weißt doch genau, warum er das macht, weil er dich verachtet. Er hält dich für einen Versager, den Triumph gönne ich ihm nicht. Mir ist das egal. Ja, mir aber nicht. Lass uns heiraten. Bist du bescheuert? Ich mein's ernst. Ich heirate dich nicht. Ist es dein letztes Wort? Ja, verdammt. Fahr, es ist grün. Was machst du? Heirate mich, Gine, und ich steige nie wieder in dieses Auto ein. Frank, steig ein. Ich flehe dich an, bitte. Was macht ihr da? Dein Vater hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht. Was ist das Heiratsantrag? Thank you.
schnell. Schickt sie meinen Vater. Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir helfen können. Ihnen helfen? Ihre Schwiegermutter hat mir erzählt, dass Sie Architektur studieren. Ich habe ein altes Haus gekauft. Ich fürchte, eine ziemliche Bruchbude. Vielleicht können Sie sich die ja mal ansehen. Mann, das hat sich doch mein Vater ausgedacht. Wieso? Architekten gibt's wie Sand am Meer. Wieso ausgerechnet Frank? Ihr Mann hat mir einfach gefallen. Nichts weiter. Oder trauen Sie ihm das nicht zu? Also überlegen Sie sich das. Und feiern Sie noch schön. Was sollte das denn, ne? Der Mann hat recht, du traust mir zu wenig zu. Und, gefällt's Ihnen? Kann man was draus machen, auf jeden Fall. Dann machen Sie was draus. Ich? Natürlich Sie. Ich, Entschuldigung, aber ich habe in 3 Wochen mein Diplom und dann ist da noch Sarah. Ich meine, meine Frau ist ja tagsüber in einem Buchladen, also ich weiß nicht. Ihr Schwiegervater glaubt, dass Sie die Kleine nur als Vorwand benutzen, um sich vor ihrem Studium zu drücken. Glaubt er das, ja? Ich glaube nicht, dass er recht hat. Nächste Woche geben meine Frau und ich ein kleines Einweihungsessen. Wäre doch toll, wenn Sie und Ihre Frau auch kommen könnten. Wir reden dann über alles. Hier! Sieht doch ganz spannend aus. Da steckt bestimmt mein Vater dahinter. Unser Christian ist in einem Internat. Wie alt ist Ihre Tochter? 5. Ach, süß. Unser Christian ist 8. 8? Und da ist er schon auf dem Internat. Warum überrascht Sie das? Ist er nicht noch ein bisschen klein fürs Internat? Kinder, das muss doch wirklich jeder selber wissen. Ich finde, wenn man Kinder in die Welt setzt, sollte man sie auch großziehen. Woher wissen Sie so genau, was gut für Kinder ist? Ich weiß nur, dass das Beste, was man Kinder geben kann, Liebe und Geborgenheit ist. Das schließt sich ja nicht aus. Glauben Sie nicht, dass Liebe auch erdrücken kann? Dass Sie Ihrem Kind Prägungen mitgeben, die es bei seiner weiteren Entwicklung behindern? Zum Beispiel? Können Sie mit Ihren Eltern kommunizieren? Die meisten Menschen können mit ihren Eltern nicht kommunizieren, weil es da immer etwas gibt zwischen Eltern und Kindern. Und deswegen schlagen Sie jetzt vor, dass man Kinder von ihren Eltern trennen soll? Oder wie soll ich das verstehen? Es gibt viele Erklärungen, warum Menschen nicht miteinander kommunizieren können. Meist liegt es an ganz anderen Dingen, als wir vermuten. Warum erzählst du ihnen nicht von eurer Akademie? Oh ja, das ist fantastisch. Sie müssen es sich unbedingt ansehen. Was machen Sie denn da? Wir arbeiten mit einer speziellen Trainingsmethode. Sie lernen, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Sie können sich von allem überflüssigen Ballast befreien. Sie können plötzlich Aufgaben bewältigen, die Sie vorher für unlösbar gehalten haben. Ich war zu Anfang auch skeptisch, Frau Klaassen, aber es funktioniert wirklich. Ach, Sie machen das auch? Kommen Sie doch mal vorbei. Wir machen den Test bei Ihnen, das kostet Sie nichts. Nur so können wir feststellen, ob die Technologie bei Ihnen auch zum Erfolg führt. Ich würde mich wirklich freuen. Ich kann auf Ruperts Baustelle Praxis sammeln, Kine. Und zahlen tut er auch gut. Da verdiene ich mehr als mit Taxi fahren. Warum bist du denn so dagegen? Du hast in 3 Wochen Prüfung. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Ach. Hey, warum fährst du hier lang? Das ist doch ein Umweg. Die waren von Scientology? Ich hab mir gleich sowas gedacht. Ich hatte einiges über Scientology gehört. Dass sie die Leute da ausnehmen, dass sie nur am Geld interessiert sind. Mach Geld. Mach mehr Geld. Mach noch mehr Geld. Und trotzdem sind sie hingegangen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich dachte, ich könnte das irgendwie handhaben. Handhaben? Also kontrollieren. Die Situation kontrollieren. Ja, aber das konnten Sie nicht. Nein. Spielst du mit mir? Sarah, ich muss arbeiten. Frag mal Moritz, ob er runterkommt.
Hab ich schon, aber der hat Klavierstunde, bitte. Alleine ist so langweilig. Okay, aber nur 10 Minuten, ja? Komm her. Hallo, kann ich dir helfen? Ich wollte mal diesen Test machen. Ich glaube, das hier ist nichts für mich. Wieso weißt du das jetzt schon? Naja, die Fragen hier, glauben Sie, dass Sie viele gute Freunde haben? Das ist doch eine einfache Frage. Ja. Hab ich. Na, was zögerst du denn? Kreuz ja an. Geben Sie manchmal Dinge weg, die streng genommen gar nicht Ihnen gehören? Ich lasse dich mal allein. Wir sehen uns nachher zur Auswertung. Meinen Sie damit, ob ich manchmal was klaue? Beantworte einfach die Frage. Wenn du was nicht verstehst, dann denk noch mal drüber nach. Das ist ein wissenschaftlicher Test, Frank. Er gibt Auskunft über dich und deine Persönlichkeit. Ich kann dir da nicht helfen. Kauen Sie an Fingernägeln oder am Ende eines Bleistifts herum? Nein. Müssten Sie sich eindeutig anstrengen, um über Selbstmord nachzudenken? Du bist so gutmütig, Frank. Du wirst herumgeschubst. Da haben wir einen Punkt getroffen, was? Danke. Wie würdest du deine Ehe beschreiben? Wer trägt da die Hauptlast? Du hast das Gefühl, dass du die Hauptlast trägst, stimmt's? Ja. Schau mal. Dieser Bereich der Kurve stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen dar. Da musst du dringend was machen. Hast du manchmal Zweifel, ob deine Frau dich wirklich liebt? Ich weiß nicht, also... Aber du liebst sie. Ja. Du klagst andere an, dass sie dein Leben bestimmen, aber der Fehler liegt nur bei dir selber. Du bist mit dir selber unzufrieden und schiebst es nur auf andere. Warum soll ich denn mit mir nicht zufrieden sein? Bist du denn mit dir zufrieden? Naja, wer ist schon mit sich immer zufrieden? Frank, du läufst Gefahr, deine Familie und dich selbst zu zerstören. Das musst du dringend handhaben. Hier bei uns kannst du was dagegen tun. Wir können dir helfen. Es gibt bei Scientology einen Kurs. Da werden die Testauswerter ausgebildet. Das wird 100-fach geprobt, bis ins Detail. Und Herr Reiners ist darauf reingefallen. Ja, was heißt reingefallen? Das war ja mein Ruinpunkt. Ja, was bitte? Es ist sein Defekt. Seine Schwachstelle. Ach so, verstehe. Sie müssen sich hier nicht verteidigen. Flank. Und Start. Flank. Und Start. Tut mir leid, das wird zu doof. Frank, du kannst nicht gehen ohne Checkout. Entschuldigung. Ich pack das nicht, tut mir leid. Lachen ist Abwehr, Frank. Und solange du dich wehrst, kannst du nicht in der Gegenwart sein. Setz du dich bitte? Darf ich mal?
Nein. Start. Flank. Flank. Was wär's? Danke. Klasse. Wie fühlst du dich? Irgendwie so gelöst. Entschuldigung, ich war noch bei der Lerngruppe. Macht doch nichts. Schläft sie? Ja, sie ist oben in Gines Zimmer. Hallo, Frank. Willst du kurz reinkommen? Ich wusste gar nicht, dass wir beim Du sind. Doch, doch, natürlich. Schließlich habt ihr beide doch geheiratet. Und ich finde es sehr schön, dass du uns immer wieder Sarah bringst. Bitte. Ich habe Fehler gemacht, Frank, das weiß ich. Ist schon in Ordnung. Jeder macht mal Fehler, hm? Ich hol nur schnell die Mama, okay? Ja. Bin gleich wieder da. Warum hast du mir das vorher nicht gesagt? Hab ihn. Ach, das tut doch nicht. Das ist echt das letzte Arschloch. Mach's gut. Guten Abend. Wo sind die Augen? Da. Und warum sind die Augen noch auf? Schön zulassen, ja? Schlaf gut. Ah! Wer hat denn da geschummelt? Bist du meine kleine Schummlerin? Jetzt mach die Augen zu. Schön zulassen. Bin vor der Tür. Wie hast du das denn geschafft? Du musst nur konsequent sein. Das musst du gerade sagen. Wer war der Mann? Kennst du nicht. Was wollte er von dir? Ich habe mich über ihn geärgert. Ach komm, Gina, das ist doch scheiße. Jetzt sag, was los ist. Oh Mann, ey. Wenn du weiter so machst, bin ich weg. Wie stellst du dir denn das vor? Soll ich deine ganzen kleinen Geheimnisse einfach so akzeptieren, oder was? Das sagst du mir, ja? Ausgerechnet du. Ja. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie dich nicht zum Diplom zugelassen haben? Ich packe das. Nächstes Semester packe ich das. Ach, Frank. Sei einfach nur da. Jetzt öffne deine Augen. Nimm bitte diese Dosen in die Hand. Danke. Und jetzt? Konzentriere dich auf diese Anzeige. Oh, was soll denn das? Konzentrier dich auf die Anzeige, bitte. Jetzt denk an den Moment, in dem ich dich gekniffen habe. Jedes negative Ereignis in deinem Leben hinterlässt auf deiner Gedächtnisbank eine Ladung. Sie belastet dich, sie schöpft Kapazitäten ab, die du anderweitig wesentlich besser nutzen könntest. Durch Auditing spüren wir diese negativen Eindrücke auf und löschen sie. Du bekommst dich selber zurück, Frank.
Sie selber haben Ihre Frau zu Scientology gebracht. Stimmt das? Ja. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür, Frank. Können Sie mir das erklären? Frau Vorsitzende, mein Mandant hat hier wiederholt dargelegt, dass er zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung hatte, wie menschenverachtend und gefährlich Scientology wirklich ist. Frau Friedrichs, Ihr Mandant will seiner Ex-Frau das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter entziehen lassen mit der Begründung, sie sei Mitglied der Scientology-Sekte. Ihr Mandant war aber selber 5 Jahre in dem Laden dabei. Das will ich verstehen. Ist das zu viel verlangt? Kannst du dich in eine Zeit zurückversetzen, als du ein kleiner Junge warst? Ja. Gut, was siehst du, was riechst du? Es riecht nach Abgasen. Autoabgasen. Danke. Geh zum Beginn des Geschehnisses zurück. Ich bin auf einem Spielplatz. Mit meiner Mutter. Es sind auch 2 Polizisten. Sie sprechen mit ihr. Mhm. Kannst du hören, was sie sprechen? Nein, aber mein Vater hatte einen Unfall auf der Baustelle. Er ist tot. Danke. Geh zum Beginn des Geschehnisses zurück. Meine Brust tut weh. Gut, geht zum Beginn des Geschehnisses zurück, als der Schmerz anfängt. Das Polizeiauto fährt los. Ich laufe hinterher, aber ich kann es nicht erreichen. Es ist weg. Ich drehe mich um. Ein Mädchen auf dem Karussell, sie. Ich gehe zu ihr und schieb das Karussell an. Das Mädchen lacht. Und die Nadel schwebt. Fantastisch. Nur wenige haben solch einen Gewinn beim ersten Mal. Wie fühlst du dich? Gut. Ciao. Tschüss. Frank? Kann ich dich mal sprechen? Ich hab's eilig. Ich muss meine Tochter abholen. Dauert nicht lange. Nur 5 Minuten. Okay. Setz dich. Danke, aber ich... Helen hat mir erzählt, was du für tolle Fortschritte bei uns machst. Ja? Wir haben alle großes Interesse daran, dass du auf der Brücke weiterkommst. Der schnellste Weg zu Clear ist, wenn du Processing machst. Besonders fähigen Studenten können wir nämlich in diesem Monat alle Kurse bis Clear für 23.000 Mark anbieten. Ron möchte, dass wir die Technologie hier in Deutschland noch schneller verbreiten. Du solltest diese einmalige Chance nutzen. Aber so viel habe ich nicht. Ich weiß, das ist viel Geld. Aber nimm es als Investition in deine Zukunft. Du wirst es schnell wieder drin haben, weil du einfach mehr leisten kannst. Also ich fahre Taxi und habe eine Familie. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht kann dir jemand aus der Familie das Geld leihen. Vielleicht deine Frau. Sie muss doch ein Interesse daran haben, dass du weiterkommst. Nee, das will ich nicht. Hast du ihr denn eigentlich schon mal von Scientology und der Technologie erzählt? Nein, habe ich noch nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob sie das verstehen würde. Du meinst, sie stoppt dich? Nein. Ich habe nur einfach das Gefühl, dass das nicht ihr Ding ist. Wieso bist du dir da so sicher? Ich kenne sie eben. Sprich mit ihr. Erzähl ihr von deinen Gewinnen, die du hier machst. Wenn ihr beide hier studiert, wird es noch günstiger für euch. Ja. Vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich los, ja. Danke. Gerd, ich brauche noch mal deine Hilfe. Du hast uns doch diesen Frank Reiners geschickt, den Mann von der Tochter von Klaassen.
Der droht uns abzusprengen. Wir schlagen gerade den Putz ab und reißen die alten Leitungen raus. Aha. Frank, wir wollen uns mitarbeiten. Er ist Architekt, ist das nicht gut? Arbeitest doch in der Org, oder? Ich möchte eben schnell die Brücke rauf. Tagsüber arbeitet er bei mir. Er verdient sich hier das Geld für Audit. Solltest du auch so machen, wenn du schnell clear werden willst. Hier, kleiner Vorschuss. Danke. Komm, ich will mit dir die Pläne besprechen. Oh, Frank, was machst du? Wie, du machst die Augen auf. Woher hast du den denn? Den hat mir Rupert geliehen. Und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt holen wir Sarah ab und fahren ans Meer. Rupert hat mir den Schlüssel für sein Wochenendhaus gegeben. Oh, du stinkst. Ich habe 10 Stunden Steine gesteckt. Macht dich das an? Ich war bei deinen Eltern zu Hause. Was? Ja, dein Vater hat sich bei mir entschuldigt. Moment mal, was machst du bei meinen Eltern? Ich bring Sarah ab und zu bei deiner Mutter vorbei. Ohne mir was zu sagen. Und Sarah? Die wollte das auch. Sie findet's gut bei deinen Eltern. Es war unser kleines Geheimnis. Hine, jetzt warte. Warte doch mal. Du bist ein Riesenarschloch. Von mir aus, tu mir bitte, warum du das Geld nimmst, das dir dein Vater jeden Monat überweist. Und warum du in einer Wohnung lebst, die eigentlich ihm gehört. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Hat dich mein Vater umgedreht? Das schafft er nicht. Aber dich, Gine, kontrolliert er nach wie vor. Deine kleinen Auflehnungen da, das sind doch nur Scheingefechte. Im Grunde bist du wie er. Ich soll deine Erwartungen erfüllen, ja? Aber was ich will, interessiert dich ein Scheißdreck. Du weißt ja selbst nicht, was du willst. Doch, Gine, das weiß ich. Ich will dich. Und ich will Sarah. Und zur Not werde ich darum immer wieder kämpfen. Du und kämpfen, ja? Dass ich nicht lache. Sieh mich an. Sieh mich an. War schön. Ja. Hoffentlich ist Sarah nicht aufgewacht. Dann weiß sie jetzt, dass ihre Eltern sich lieben. Du bist so anders, ganz verändert. Ja. Wie bin ich denn? Stark. Du bist stark, Frank. Ich bin bei Scientology, Gina. Bei diesen Spinnern? Du hast da was. Erhöhe den Gradienten. Im Start. Findest du dich eigentlich schön? Du bist hässlich. Widerwärtig. Du ekelst mich an. Findest du mich schön? Du bist ein mieses, arrogantes Arschloch, weißt du das? Woher nimmst du das? Sag es mir! In Wirklichkeit bist du ein Versager. Schaffst dein Studium nicht. Lebst von Geld deiner Frau. Auf was bist du also so stolz? Sag es mir! Sag es mir! Danke. Das war großartig. Für mich ist der wichtigste Satz bei Scientology: Was, was du für dich als wahr erkennst. Ich habe ja gesehen, was die Technologie mit dir gemacht hat, Frank. Du warst auf einmal selbstbewusst, so stark. Wissen Sie, ich habe damals gar nicht gemerkt, dass ich total appariert war. War? Also bitte, ja. Entschuldigung. Was ist das, appariert? Aberrationen sind Zwänge, Neurosen, Verdrängungen. Meine Mandantin will damit sagen, dass sie damals nach wie vor beeinflusst war vom Erwartungsdruck ihrer Eltern.
Erst durch Scientology hat sie sich davon ganz befreien können. Unsere Ehe war kaputt, bevor ich zu Scientology kam. Durch meine Schuld. Du hast es vielleicht gar nicht gemerkt, Frank. Aber erst Scientology und die Technologie haben mich wieder geöffnet für dich. Ich liebe dich noch immer, das weißt du. Hast du jemals dein Kind belogen? Nein. Danke. Hast du jemals deinen Mann belogen? Nein. Ich gebe dir die Frage nochmal. Hast du jemals deinen Mann belogen? Nein. Dachtest du da an was? Lass uns mal schauen. Ich gebe dir die Frage nochmal und lenke dich dann weiter. Hast du jemals deinen Mann belogen? Mhm. Hast du ihm etwas verschwiegen, das du ihm hättest sagen müssen? Ja. Ja, da war was. Ich habe vor etwa einem Jahr einen Mann kennengelernt bei uns im Buchladen. Sieh zu der Wand. Sieh zu der Wand. Danke. Geh zu der Wand. Geh zu der Wand. Gut. Danke. Rühre die Wand. Danke. Geh zu der Wand. Nach der Lesung sind wir noch was trinken gegangen. Er hat mich dann nach Hause gefahren und, naja, im Auto hat er mich dann geküsst. Gut. Hattest du sexuellen Kontakt mit ihm? Er hat mich gestreichelt. Ja? Ja. Sehr zärtlich gestreichelt, den BH weggezogen und dann hat er mich auch tiefer gestreichelt. Beschreibe, wo er dich gestreichelt hat. Sehr tief. Kannst du beschreiben, womit er dich berührt hat? Wir haben miteinander geschlafen. Gut. Hast du das irgendwie gerechtfertigt? Ich wollte noch mal was erleben. Spüren, dass das Leben noch nicht vorbei war, wo ich doch das Kind hatte. Danke. Gibt es ein früheres Ereignis, bei dem du sexuell untreu warst? Nein. Und die Nadel schwebt? Wie fühlst du dich? Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. Was ist denn los? Was passiert? Es war unglaublich. Es war einfach unglaublich. Du solltest deine Gewinne aufschreiben, Gine. Damit alle daran teilhaben können. Ja, das mache ich gerne. Vielleicht jetzt gleich? Helen möchte noch mal mit Frank reden. Aber wir müssen eigentlich zu Gines Eltern unsere Tochter abholen. Geh nur. Ich rufe an, dass wir später kommen. Kein Problem. Super, super. Deine Statistik ist schlecht, Frank. Gine ist schon auf Level 4 und du trittst immer noch auf der Stelle. Ja, du weißt ja, was Auditing kostet. Wir haben beschlossen, dass erstmal Gine die Brücke hochgeht. Wird sie von ihren Eltern unterstützt? Ja, aber das reicht nicht für uns beide. Es gibt noch einen zweiten Weg. Komm. Setz dich. Du könntest für uns arbeiten. Echt? Was du bei uns verdienst, schreiben wir deinem Auditing-Konto gut. Und dafür könntest du professionelles Auditing machen. Ja, was kann ich denn machen? Wir bräuchten einen Estate-Manager. Jemand, der sich um die Technik kümmert, also dafür, dass hier alles rund läuft. Ja, wenn das geht. Es geht, Frank. Ich habe eine tolle Überraschung für euch. Wollt ihr sie hören? Gine ist clear. Weitergeholfen haben. Ich habe fantastische Gewinne und bin meine Fixierung losgeworden. Ich habe jetzt die Fähigkeit, neue Dinge zu tun. Natürlich
gilt mein ganz besonderer Dank L. Ron Hubbard! Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt unseres Abends. Beate und Gerd sind aus Clearwater zurück, wo sie als erste Mitglieder unserer Org die 5. OT-Stufe abgeschlossen haben. Wir haben euch eine Botschaft mitgebracht aus Flag. Produziert mehr. Verbessert eure Statistiken. Arbeitet noch mehr nach Policy. Nur so können wir unser großes Ziel erreichen. Clear Germany! Hallo Frank. Bist du noch nicht fertig? Ich bin hier allein. Komm. Ich helfe dir. Was macht die Architektur? Tja. Zum Studium komme ich nicht mehr. Hier ist viel zu tun. Hör ich da Unzufriedenheit? Wenn du einen Rat hören willst, die Technologie, die du hier studieren kannst, wird dich viel weiterbringen als jedes Architekturstudium. Was ist das eigentlich, die 5. OT-Stufe? Tut mir leid, mein Freund. Pre-Clear darf ich das doch nicht sagen. Ach so. Hallo, Helen. Du siehst ja fantastisch aus. Danke. Du auch. Frank, würdest du bitte Angela draußen meinem Bücherstand helfen? Aber ich müsste jetzt eigentlich los, Sarah holen. Dann geh bitte jetzt, ich mach das fertig für dich. Danke. Du bist aber nett zu dem. Wie macht er sich denn sonst so? Seit Gene in der Org ist, kümmert er sich hauptsächlich um die Kleine. Seine Statistik ist total eingebrochen. Passt auf mit dem. Der macht euch nur Ärger. Das ist ein Overt-Produkt, Helen. Was ist das, ein Overt-Produkt? Das ist der scientologische Begriff für ein schlecht hergestelltes Produkt. Also, wenn Sie so wollen, ein Montagsauto. Ich bestreite, das jemals gesagt zu haben. Bestreiten Sie auch, ein operierender Titan zu sein? Ich wüsste nicht, warum das hier von Bedeutung ist. Operierende Titanen sind Herrscher über Materie, Energie, Raum und Zeit. Na los, Herr Kollege, beamen Sie sich mal eben hier weg. Nur so aus Demonstrationszweck. So leicht werden Sie mich nicht los. Können wir bitte sachlich bleiben? Also, Sie waren in der Scientology-Organisation zuletzt ein Ethikoffizier, richtig? Ja, und was habe ich mir darunter vorzustellen? Meine Aufgabe war es, Scientologen, die eine schlechte Statistik hatten, also die nicht richtig funktionierten, wieder auf Ethik zu bringen. Also so eine Art Controllerin. Stasi-Offizier wäre da wohl das richtige Wort. Und Herr Reiners, der war so ein Ethikfall? Indirekt, ja. Aber eigentlich ging es um Gine. Also um Frau Klaasen? Also eigentlich um die Eltern von Frau Klaasen, die fingen an, Schwierigkeiten zu machen. Ich muss dich dort sprechen. Ich habe keine Zeit, ich muss Sarah holen. Sarah schläft, es ist jetzt 0.15 Uhr. Glaubst du, das ist eine gute Zeit, ein 6-jähriges Mädchen aus dem Schlaf zu reißen? Komm jetzt bitte. Ich mach dir einen Tee. Bitte. Stimmt es,
dass ihr bei Scientology seid? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich habe einen Anruf von unserer Bank bekommen, die auch die Bank deiner Frau ist. Offenbar hat sie dort versucht, einen Kredit über 60.000 Mark aufzunehmen. Auf diesem Wege habe ich erfahren, dass das Geld, das ich ihr damals auf ihr Erbe ausgezahlt hatte, bereits verbraucht ist. Wir reden über 100.000 Mark in 1,5 Jahren, Frank. Warum fragst du das nicht deine Tochter? Ich hole jetzt ab. Du hast dich doch in den Verein reingeholt. Wie blöd kann man nur sein? Lass mich sofort los. Schlaf gut, Sarah. Bis morgen. Hallo! Leise, Sarah schläft. Ich habe fantastische Neuigkeiten, Frank. Helen und Kaiser wollen mich auf einen Auditorenkurs nach Kopenhagen schicken. Ja? Weißt du, für Clear Germany brauchen sie dringend Auditor. Und jetzt stell dir vor, ich werde dort zum Auditor Stufe 4 ausgebildet. Was sagst du dazu? Ja, wie stellst du dir das vor? Soll ich mich dann allein um Sarah kümmern, oder was? Das ist ein Crashkurs. Eine einmalige Gelegenheit, ja? Normalerweise dauert das ein Jahr. Wir machen das aber in 3 Monaten. Ich schaff das aber nicht alleine, auch nicht 3 Monate. Meine Mutter ist ja auch noch da. Du und deine Eltern haben übrigens heute Abend Stress gemacht. Die Bank hat bei denen angerufen und gesagt, dass du einen Kredit aufnehmen willst. Was heißt der Kredit? Das steht mir zu. In 2 Monaten wird die 2. Rate aus dem Erbschaftsvertrag fällig. Wovon sollen wir leben? Das fragst du mich? Von dir kommt doch überhaupt nichts. Verdammte Scheiße, weil ich den ganzen Tag in der Ork schufte. Dafür habe ich bis jetzt noch keinen Pfennig gesehen. Die sagen, dass alles für meine Kurse draufgegangen ist. Mein Architekturstudium kann ich sowieso vergessen. Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Dass du an der Ehrlichkeit der Ork zweifelst. Das ist eine Todsünde, Frank. Schon dir zuzuhören ist eine Todsünde. Ich habe doch nur gesagt, dass ich nicht weiß, wie wir das alles bezahlen sollen. Ron sagt, Geld ist nur eine Betrachtung. Du und ich, wir können den Menschen helfen, wirklich frei zu werden. Das ist doch viel wichtiger als jeder Reichtum. Ich schau mal nach Sarah. Lass sie. Papa! Ich werde fahren. Ron sagt, niemand kann glücklich werden ohne ein Ziel. Mein Ziel ist es, die OT-Stufen zu machen und die Brücke zur völligen Freiheit nicht mehr zu verlassen. Ist das auch noch dein Ziel? Komm mal her. Frank, ist das auch noch dein Ziel? Ja. Ich bring dich ins Bett, hm? Ist das hier? Warte hier. Ich bringe sie schnell hoch. Ist da die Oma? Nein, Sarah, wir fahren nicht mehr zur Oma. Die Oma will uns nicht mehr. Warum nicht? Das sind Kinder, die wie du sind. Das bringt dich weiter. Hast du ihr eigentlich gesagt, dass du heute Abend nicht mehr da bist? Das wird sie schon selber merken. Deine Sarah ist 6. Das kapiert sie doch nicht, wenn du auf einmal weg bist. Entschuldigung. Wo bleibt ihr denn? Ich habe Sarah noch in den Hort gebracht. Du fährst auch mit? Chris macht gerade UTE Klasse 5 Auditor. Tschüss. Also los. Tschüss. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Klaas. Ich würde gerne mit meiner Tochter sprechen, Regine Klaasen. Tut mir leid, Gine ist im Moment nicht da. Aber vielleicht kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen. Frank! Klaus, hier ist Angela. Wir haben ein 2D-Problem. Kommst du bitte runter? Frank! Warum bringt ihr uns Sarah nicht mehr? Sie geht jetzt in den Kindergarten. In den Kindergarten? Aber warum denn? Frank? Wir machen uns große Sorgen. Wir haben gerade erfahren, dass unser Anwalt, Herr Dr. Ruppert, der mit dir und Gine den Erbvertrag geschlossen hat,
dass der auch ein Scientologe ist. Die wollen doch hier nur euer Geld. Kommst du mal einen Moment mit, bitte? Seit wann gibt es diese Probleme mit Gines Eltern? Die gab es doch schon immer. Gine hat uns nichts davon erzählt. Wahrscheinlich hat sie das nicht wichtig genommen. Ja, sie spricht schon seit Jahren nicht mehr mit ihnen. Ihre Mutter hat halt manchmal auf Sarah aufgepasst, wenn wir in der Org waren oder Gine im Laden. Hast du Kontakt mit ihnen gehabt? Nur wenn ich Sarah da abgeholt habe. So. Du schreibst jetzt alles auf, was du über die Beziehung zwischen Gine und ihren Eltern weißt. Was deine Erziehung gelaufen ist, ob es Übergriffe gab. Übergriffe? Ob sie misshandelt wurde, geschlagen. Schreib einfach alles auf, was dir dazu einfällt. Aber wozu braucht ihr das denn? Frank, Gines Eltern sind Feinde der Scientology. Sie werden gegen uns vorgehen, wenn wir nichts unternehmen. Das ist alles? Du hast gar nichts über Gine geschrieben. Was wollt ihr denn da wissen? Es geht nicht darum, was wir wissen wollen. Es geht um dich. Du bist Downstate, Frank. Deine niedrigen Statistiken belegen deinen schlechten Ethikzustand. Das spürst du doch selber, oder? Weißt du, was Ron über die dritte Partei geschrieben hat? Nein. Nach dem Gesetz der dritten Partei gibt es immer einen Verursacher für Schwierigkeiten. Also jemanden, der will, dass die Dinge bei dir nicht richtig laufen. Und so meinst du, es ist Gine? Gine, ihre Eltern, Sarah. Wenn er heraus was ist. Da sind Ihnen aber noch keine Zweifel an der Organisation gekommen. Nein, weil es ist ja dann genauso gekommen wie der Ethikoffizier vorhergesagt hat. Ich habe eigentlich nur noch mehr an die Technologie geglaubt. Hallo, ich würde gerne Sarah abholen. Opa! Hallo, mein Engelchen. Was ist das hier für ein Laden? Das ist Sarahs Kinderhort. Wo ist Gine? Das weiß ich nicht. Du glaubst doch nicht, dass wir zuschauen, wie ihr euer und Sarahs Leben ruiniert. Ich hab da geklingelt. Mir hat so ein junges Ding geöffnet. Vielleicht 16 Jahre alt. Schon der Gestank, der aus der Wohnung kam, war atemberaubend. Ich habe dann nach dem Leiter der Einrichtung gefragt, aber offenbar war sie zu diesem Zeitpunkt die einzige Betreuungsperson. Ja, bitte? Das ist doch die rein subjektive Wahrnehmung von Herrn Klaassen. Naja, immerhin wurde die Einrichtung doch geschlossen, oder? Ja, weil Herr Klaassen über beste Beziehungen in der Hamburger Bürgerschaft verfügt. Heute wurde in St. Georg eine Kinderbetreuungseinrichtung der sogenannten Scientology-Kirche geschlossen. Den Beamten bot sich ein unbeschreibliches Bild. Überall Dreck, Unrat, nur wenige Möbel, fast keine Sitzgelegenheiten. Die Kinder schliefen auf schmutzigen Matratzen, meist ohne Decken. Zur Betreuung standen ein 17-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Junge bereit. Beide keine ausgebildeten Erzieher, wie die Sprecherin des Jugendamtes betonte. Überall Dreck und Unrat. Und am schockierendsten war, dass es praktisch kein Spielzeug für die Kinder in der Einrichtung gab.
So viel zur subjektiven Wahrnehmung von Herrn Klaassen. Und warum kein Spielzeug? Weil Kinder laut scientologischem Verständnis keine Kinder sind, sondern die Körpermaschinen ausgewachsener Titanen. Und was ist das, ein Titan? Titanen sind allmächtige, unsterbliche Geistwesen aus einer anderen Galaxie. Ungefähr 79 Millionen Jahre alt. Ein böser Titan namens Xeno hat sich ihrer bemächtigt und sie hier auf Erden eingesperrt. Dem edlen Elrond, ein Titan namens Hubbard, ist es gelungen, den Bann zu brechen. Und nun befreit er mit seiner Technologie nach und nach die guten Titanen vom Einfluss des bösen Xeno und seiner Spießgesellen. Stimmt das? Das ist eine Verfälschung unserer Lehre. Ich weigere mich, das zu kommentieren. Ich meine, eines frage ich mich natürlich schon, Herr Reiners. Sie kannten doch die Zustände in der Einrichtung. Ja. Warum hatten Sie Sarah nicht schon längst rausgeholt? Bitte? Ich möchte hier nur anmerken, dass meine Mandantin umgehend ihre Ausbildung in Kopenhagen abgebrochen hat, als sie von den Vorfällen rund um die Kindertagesstätte erfahren hatte. The security officer wants to see you. Gut. Was ist denn? Keine Ahnung. In der Ork. Ja, weil wir dich abholen wollten. Das hättest du dir sparen können. Natürlich ist das mit deinen Eltern dumm gelaufen, aber irgendwie hatten sie auch recht, weißt du? Das war alles total verdreckt. Was sagst du da? Was sagst du da? Hallo. Gina, komm bitte gleich zu uns. Ist irgendwas? Sag Gina, dass wir auf dem Spielplatz warten. Komm, Sarah. Bitte? Ja. Sarah, kommst du bitte? Komm bitte. Na, lauf. Du sollst ja zu Kaiser kommen, er wartet schon, der Ork, auf dich. Bitte. Was ist das? Lies es. HCO Ethic Order, was heißt das? Hubbard Communication Office. Das ist die Kommandozentrale von Scientology in Clearwater, Florida. Ein Ethikbefehl hat natürlich nichts mit Ethik zu tun. Die Scientologen verstehen darunter das Entfernen von Gegenabsichten, ergo das Bekämpfen von Feinden. Hör ich Widerspruch, Herr Kollege? Frank Reiners und Regine Klaassen werden auf einen Separationsorder gestellt. Solange Regine Klaassen ihr Auditorenprogramm nicht abgeschlossen hat, dürfen beide keinerlei Kontakt miteinander haben. Herr Reiners, haben Sie sich daran gehalten? Nein, das habe ich nicht. Aber meine Frau. Ine? Sarah? Ah, Frank. Was machst du denn hier? Ine hat mich gebeten, ihre Sachen zu packen. Und wo ist sie jetzt? Das soll ich dir nicht sagen. Hat sie das gesagt oder ist es ein Befehl der Ethikabteilung? Frank, lass ihr Zeit, hm? Sie hat durch Scientology wunderbare Gewinne. Und sie wird eine großartige Klasse 5-Auditorin werden. Nur darauf muss sie sich jetzt konzentrieren. Und wann kann ich Sarah sehen? Ich darf es dir eigentlich nicht sagen, aber es läuft eine Untersuchung gegen dich in der Org. Du musst einfach abwarten, wie das ausgeht. Yes. One moment, please. Ist Helen noch da? Hey, warte! Frank ist hier. Kusha!
Soldaten für Scientology kommen sehen und wissentlich nicht abgewendet. Was machst du hier? Geh sofort in den Ethikwarteraum. Wo ist meine Frau? Wo habt ihr sie hingebracht? Darüber kann ich dir keinen R-Faktor geben. Hast du Schaden für Scientology kommen sehen und wissentlich nicht abgewendet? Ich weiß es nicht! Supervisor Sedgecheck! Ich brauche deine Hilfe. Melde dich morgen um 8 zum Rollcall. Los, raus hier. Dann schreibe ich einen Bericht. Helen! Helen! Weißt du was von Sarah? Wo sie ist? Komm mit. Es gibt einen Wissensbericht über dich, Frank. Von wem? Von Gina? Ich habe nichts gemacht, Helen. Doch, du hast Kritik an Scientology geäußert. Glaubst du, dass sie noch in Hamburg sind? Ich weiß es nicht. Ich bin in großen Schwierigkeiten, Frank, wegen der Schließung der Kita. Ich hätte es verhindern müssen. Kopenhagen hat eine Sea-Org-Mission geschickt, um die ganze Sache zu untersuchen. Diesen Lenny, oder was? Die haben mich als Deputy-ED abgelöst und ich bin auch nicht mehr dein Ethikoffizier. Helen, bitte. Du weißt doch, wie sowas gehandhabt wurde. Wahrscheinlich haben sie nach Flag geschickt. Nach Florida? Bitte, Frank. Du darfst niemandem sagen, dass ich dir das erzählt habe. Was willst du? Kinder und Sarah sind weg. Was? Wo ist er? Er ist oben, in Gines altem Zimmer. Er hat sich hingelegt. Hat anscheinend die ganze Nacht auf der Straße verbracht. Hallo. Muss er rein, bitte. Sagen Sie bitte Bescheid, dass wir da sind, Frau Peters. Frank, ich möchte dir Ursula Friedrich vorstellen. Sie ist Anwältin und hat schon viele Prozesse gegen Scientology geführt. Ich glaube, niemand kennt Scientology besser als Sie. Guten Tag. Sind Sie sicher, dass Ihre Frau und Ihre Tochter in Flag sind? Ja. Ich weiß es von der Ethikoffizierin. Einem Scientologen würde ich gar nichts glauben. Haben Sie endgültig mit Scientology gebrochen? Herr Reiners? Ja, wie meinen Sie denn das? Wir helfen dir, aber nur, wenn du bereit bist, den Kontakt zu Scientology komplett abzubrechen. Ja, aber wie soll denn das gehen, solange Gina und Sarah noch dabei sind? Bitte, ich brauche Geld, um nach Florida zu fliegen. Ich hol die beiden zurück, ich verspreche es. Wer sagt uns, dass das Geld nicht bei Scientology landet? Ich will doch nur Sarah zurückholen. Ich fliege mit Frau Friedrich hin. Ist es richtig, dass du nur einen Mitarbeitervertrag bei Scientology hast? Ja. Dann kündige ihn. Wir können für Sie einen Prozess vor dem Arbeitsgericht anstrengen. Es gibt Fälle, da haben die keine Sozialabgaben für ihre Mitarbeiter abgeführt. Geschweige denn ein nennenswertes Gehalt gezahlt. Sehe ich das richtig, Herr Reiners? Im Moment will ich nur meine Tochter zurückholen. Das wollen wir auch. Ja, dann lass mich bitte mitfliegen. Nein. Herr Reiners, rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen. Warum soll er denn nicht mitfliegen? Das ist keine gute Idee. Frau Klaasen, vielleicht hat er mittlerweile eingesehen, wie menschenverachtend die Methoden dieser Organisation sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht nach wie vor für deren Ideologien anfällig ist. Sie müssen sich das wie bei einem Drogenabhängigen vorstellen, dem plötzlich der Stoff ausgeht. Scientology wirkt wie eine Euphorisierungsmaschine, ohne die sie glauben, nicht mehr leben zu können. Hallo, Angela. Ist Kaiser da? Wir möchten, dass du all deine Overts und Withholds aufschreibst. Und zwar alles, was du je gegen Scientology gesagt, gedacht oder getan hast.
Wir möchten, dass du das gründlich tust. Danach wirst du eine neue Aufgabe bekommen. Bist du dazu bereit? Ja. Hast du hier etwas von einer Scientology-Organisation gestohlen? Nein. Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Nein. Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Nein. Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Nein. Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Hm. Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Hast du jemals an einer Verschwörung gegen Scientology teilgenommen? Ja. Danke. Was war das für eine Verschwörung? Mein Schwiegervater möchte meine Tochter und meine Frau aus Florida zurückholen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie in Flag sind. Wer hat dir gesagt, dass sie in Flag sind? Hellenberg. Schreibe darüber einen Wissensbericht. Gut. Du machst die Belastungsformel und gehst zu Angela. Sie hat Aufgaben für dich. Hast du keinen Sprober? Nee, gibt's hier nicht. Tut mir leid. Mach nichts. Ich find's toll, dass du dich rehabilitieren darfst, Frank. Ich glaube, alle werden dich wieder aufnehmen hier. Ja, die ist fertig. Ja. Ich darf dich nicht anrufen. Ich möchte, dass du weißt, dass es uns hier gut geht. Ich möchte dir auch sagen, dass ich die Trennung will. Wir behindern uns gegenseitig auf der Brücke. Zwei Pferde, die mit unterschiedlicher Kraft in einer Kutsche ziehen. Ich wünsche dir so sehr, dass du weiterkommst auf der Brücke. Ich habe Gerd gebeten, dass er dich unterstützen soll. Also bitte, bitte misstrau meine Eltern. Sie sind unsere Feinde. Weißt du, wir, die verstanden haben, dass wir nur eine kurze Zeit in unserem jeweiligen Körper zu Hause sind, wir führen dadurch doch eine ganz besondere Beziehung. Wir sind durch unsere Ziele und Aufgaben verbunden, nicht durch unsere Körper. Herr Reiners? Das Schloss wurde ausgewechselt. Ihr Schwiegervater hat mich gebeten, Ihnen die Tür aufzuschließen, damit Sie Ihre Sachen rausholen können. Er sagt, Sie ziehen aus. Ja. Es tut mir leid, so geht das, wenn die Wohnung dem Schwiegervater gehört. Ziehen Sie einfach zu, ich schließe später ab. Meine Tochter hatte mich angerufen und mir gedroht. Wenn ich in Clearwater auftauche, würde sie endgültig verschwinden. Mit Sarah. Mir war klar, dass sie diese Informationen nur von meinem Schwiegersohn haben konnten. Und trotzdem sind sie hingefahren. Ja. Wir konnten dort nur nichts ausrichten.
FBI? Meine Tochter hatte mich bei den amerikanischen Behörden angezeigt. Ich hätte sie als Kind zu unsittlichen Handlungen gezwungen. Aber das ist ja bekannt. Frank! Hast du schon gehört? Kaiser ist weg. Echt? Du wirst nicht glauben, wer der neue ID ist. Du sollst gleich zu ihm hoch. Frank! Setz dich doch. Du hast es selber gemerkt. Hier ist in der Vergangenheit vieles falsch gelaufen. Kaiser und Helen haben die Statistik gefälscht. Es betrifft übrigens auch dich. Hast du dich nie gewundert, warum du auf der Brücke zur Freiheit nur so langsam vorangekommen bist? Wahrscheinlich lag es an mir. Manchmal ist es der Feind selbst, der ein Ethikverfahren gegen dich anzettelt. Was? Kaiser und Helen haben dich all die Jahre betrogen, Frank. Sie haben deine Statistik als die ihre ausgegeben. Sie haben Provisionen eingestrichen, die eigentlich dir zustanden. Was denn für Provisionen? Siehst du? Dir stehen 10% von Gines Kursgebühren zu. Schließlich hast du sie angeworben. Und die haben wir jetzt deinem Konto für Processing gut geschrieben. Du machst jetzt erstmal den Reinigungs-Rundown. Das sind Vitamine. Sie schwemmen das ganze Gift aus deinem Körper, das sich da im Laufe deines Lebens angesammelt hat. Du musst mir das noch quittieren. Nach dem Rundown wirst du sogar einen Atomschlag überleben. Was ich schon mal fragen wollte, wohnst du jetzt eigentlich? Mein Hirn war da, meistens in der Rock. Also, wenn du willst, dann kannst du bei mir wohnen. Ich wohne bei Gerd, ich habe ihn gefragt. Er hat nichts dagegen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Herrn Reiners beschreiben? Ich würde sagen, wir waren ein Paar. Frank wollte nur, dass niemand davon erfährt. Schließlich war es ja Autodieb für ihn. Was bitte? Ehebruch. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Aber Gina hat auch dich verlassen. Nicht du sie. Darum geht's nicht. Ich spüre einfach, dass es falsch ist. Du meinst, warum gesagt hat, wir sollen die Sexualität durch Produktion ersetzen? Ich habe Angst, dass du zu viel von mir erwartest. Dann lieben wir uns eben in einem anderen Leben. Frank, die Zeitspur ist lang. Glaubst du etwa diesen Quatsch? Was? Wenn wir alle unsterblich sind, warum pflanzen wir uns dann fort? Weil jeder Titan seine Körpermaschine braucht? Ich finde das Wort schon menschenverachtend. Gut, dass du zurückgekommen bist. Das war mein Sohn. Er ist psychotisch. Wir mussten ihn vom Internat nehmen. Nicht jeder hat so viel Glück wie du, Frank. Sarah ist ein großartiges Kind. Hast du denn etwas von ihm gehört? Es geht ihm gut, Frank. Sehr gut sogar. Gina hat einen Vertrag bei der Seahawk unterschrieben. Wirklich? Nimm es als Ansporn, Frank. Pass ein bisschen auf mit Angela. Sie ist noch nicht gefestigt in der Technologie. Du hast doch ein Ziel, Frank. Das willst du nicht ihretwegen aufs Spiel setzen. Darf ich der Zeugin eine Frage stellen? Ja, natürlich. Hatten Sie zu der Zeit, als Sie mit Herrn Reiners zusammen waren, das Gefühl, dass er sich um seine Tochter Sorgen macht? Sorgen? Warum denn? Sie war doch ein Fleck. Hat er versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Nein. Wieso? Danke. Stimmt das, Herr Reiners? Naja,
hatte immer gehofft, wenn ich endlich clear bin, dann... Ja, dann was? Dass sie dann zu mir zurückkommt. Ich bin noch zurückgekommen. Was ist eigentlich mit Ruperts Sohn? Warum ist er nicht mehr auf dem Internat? Darüber darf ich nicht sprechen. Und schon gar nicht mit dir. Was? Warum denn nicht? Du bist ein Verräter, Frank. Ist das in Ordnung bei dir? In Fleck wurden wichtige Papiere bestohlen. Du warst das. Du bist der Diener von Xenu. Ich weiß das. Ich war nie in Fleck. Jetzt komm mal raus hier. Okay. Lass mich los! Lass mich los! Hey! Hey! Angela! Angela! Hey! Jetzt hilf mir doch mal! Hey, jetzt hilf mir doch mal! Bleib doch mal da! Der Notarzt sagt, sie ist dehydriert. Ist doch kein Wunder nach 5 Stunden Sauna. Wieso hast du das nicht selbst gehandhabt? Weil ich kein Arzt bin. Komm sofort in mein Büro. Hallo, Frank. Gina. Du siehst gut aus. Was machst du hier? Wir machen uns alle große Sorgen um dich. Was hat Angela gesagt, bevor sie zusammengebrochen ist? Sie hat fantasiert, dass ich ein Verräter bin, den Flag Papiere gestohlen hätte. Wieso hast du den Notarzt gerufen? Weil sie Hilfe brauchte. Angela ist selbst Ursache für das, was ihr passiert ist. Du hättest dich da nicht einmischen dürfen, Frank. Die wäre doch sonst verreckt. Du hast dich gegen uns gestellt. Du bist ein Verräter. Chris, wir können das alles in Kopenhagen untersuchen. Ihr könnt nicht nach Kopenhagen. Ich muss ihn auditieren. Wir machen Rollback sofort. Dazu bist du nicht qualifiziert. Was soll das? Du bist OT? Du lässt uns jetzt gehen oder ich muss einen Wissensbericht über dich schreiben. Ich bin zurückgekommen, weil ich von seinem Verhältnis zu Angela erfahren hatte. Ich wollte ihm vorschlagen, dass wir es noch mal miteinander versuchen. Du bist gekommen, weil ich dir Probleme gemacht habe. Meine Ex-Frau wollte Mitglied der Sea Org werden. Das ging aber nicht, solange mein Zustand nicht geklärt war. Und was ist die Sea Org? Die Elitetruppe der Scientologen in Los Angeles. Das europäische Hauptquartier befindet sich in Kopenhagen. Sie musste zurückkommen, weil es einen Wissensbericht über meinen Mandanten gab, in dem behauptet wurde, er sei ein Verräter. Dadurch war der Eintritt in die Sea Org für Frau Klaasen plötzlich schwierig geworden. Sie musste alles tun, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Wir können beide nach Los Angeles gehen. Du musst nur den Verdacht aus der Welt schaffen und endlich Clear abschließen. Und was ist mit Sarah? Sie macht großartige Fortschritte. Sie hat den Reinigungsrundown schon gemacht. Jetzt ist sie auf der höheren TA5. Sie ist 8 Jahre alt, Gina. Ich muss dir was sagen. Eigentlich darf ich es nicht. Ihr Auditor konnte Sarah auf der Zeitspur zurückauditieren. Wir glauben, dass sie in einem früheren Leben eine Gefährtin von Ron war. Wir sind da, Frank. Herzlich willkommen in Ersch. Aha. Frag nach Laura. Sie weiß Bescheid. Wie, du kommst nicht mit? Nein. Wahrscheinlich wirst du eine Weile hier bleiben müssen. Aber dann wird alles gut. Kine, was soll das? Ich will Sarah sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Bitte, Frank. Tu's für mich. Und für Sarah. Mr. Reiner, Sir. Okay. Move.
You have a letter for me? Yes, sir. Have a seat, please. Okay. Take these cans, please. Are you sitting on a chair? Yes. Are you on the moon? No. Are all cats black? Yes. Are all cats black? No. Have you ever lived or worked under an assumed name? Jetzt warte mal. Geh nicht so schnell. Roll call in 10 minutes, sir. Gine, du bist bei der Sea Org? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei dem Rollcall? Ich will jetzt wissen, wo Sarah ist. In 10 Minuten draußen im Hof, dann habe ich kurz Pause. Sir, hold, sir. Sarah, sir, up, sir. Josh, sir, up, sir. Helen, sir, down, sir. Ich war insgesamt 9 Monate in den Rehabilitationscamps der Sea Org. In Kopenhagen musste ich auf einer Baustelle arbeiten. Die Sea Org hatte dort ein altes Speicherhaus gekauft und war dabei, es zu renovieren. Dazwischen immer Security-Checks, Arreste, Wissensberichte. Helen! Frank! Sie darf mit niemandem reden. Was ist denn das hier, ein Knast? Helen hat schwere Verbrechen gegen Scientology begangen. Sie kann froh sein, dass sie noch mal eine Chance bekommt. Du bekommst auch eine neue Chance. Ich habe mich für dich eingesetzt bei Laura. Wenn du erstmal durch das RPF durch bist, wird alles wieder gut. Du schaffst das, Frank. Dein Täter ist stark. Sag mal, siehst du nicht, was hier los ist? Das hat doch mit der Brücke zur Freiheit nichts mehr zu tun. Ron sagt, wer die totale Freiheit will, muss die totale Disziplin akzeptieren oder Scientology wird untergehen. Gina, wo ist Sarah? Du wirst sie erst sehen, wenn ich sicher bin, dass du auf unserer Seite bist. Thank you.
See that, guys? Mm-hmm. They follow me. These people? Yeah. They follow you? Yeah. Danke, dass Sie gekommen sind. Sie fahren. Ich glaube, Sie hatten mehr Gelegenheit zu schlafen als ich. Wir wissen jetzt, wo Ihre Tochter ist. Scientology unterhält ja ein Internat nicht weit von der deutschen Grenze. Ruperts Sohn war auch da. Kommen Sie! Ich sag Ihnen, wie Sie fahren müssen. Wie spät ist es jetzt? 7, warum? Ich muss vorher noch was erledigen. Ist das Helen Berg? Ja. Alleine. Ich komme, dich zu holen. Back to work. Das da drüben, das ist Frau Friedrichs. Sie wird uns helfen. Ich komme in Schwierigkeiten, Frank. You can't do that. Helen, warte. Bitte nicht, Frank. Dreh dich um. You can't do that. Dreh dich um, Helen. Siehst du das Auto? Back to work. Geh zu dem Auto. Geh dahin. Los. Back zum Auto. Work. Geh zu dem Auto. Geh dahin. Steig in das Auto ein, ja? Back to work. Geh zum Auto. Back to work. Stop, okay? I call the police. It's a free country. Sehr gut. Geh zu dieser Wand. Danke. Berühre diese Wand. Danke. Sieh zu dieser Wand. Danke. Geh zu dieser Wand. Danke. Berühre diese Wand. Danke. Sieh zu dieser Wand. Danke. Geh zu dieser Wand. Na, Bloody Mary? Papa! Oh, Sache. Guck mal, hab ich dir mitgebracht. Guck mal. Komm. Was machen Sie denn jetzt? Ich so geht es aber nicht. Sie können doch das Kind gut nicht mitnehmen. Sie dann, gut, Sie dann. Also, Altinge bra. Komm, Sarah, du kommst wieder mit zu mir, hm? Kommst du mit? Nein, mein Schatz. Ich hole dich bald zurück, okay?
Ich werde nicht zulassen, dass du ihr die Zukunft nimmst. Frau Vorsitzende, ich würde Ihnen gerne etwas vorlesen. Ron Hubbard hat es geschrieben, der Erfinder der Scientology-Kirche. Ich protestiere auf das Schärfste. Die Religion meiner Mandantin darf hier nicht zum Gegenstand des Sorgerechtsverfahrens werden. Wenn Sie das beabsichtigen, dann sehen wir uns vor dem Verfassungsgericht wieder. Es ist schon absurd, dass eine Organisation, die die Rechte der Menschen mit Füßen tritt, für sich den Schutz durch das Grundgesetz in Anspruch nimmt. Darf ich jetzt lesen? Nein, ich habe hier nur über das Wohl des Kindes zu entscheiden. Das Kind hat im letzten Jahr bei seiner Mutter hier in Hamburg gelebt. Und Sie, Herr Reiners, hatten Umgangsrecht. Ist das richtig? Ja, aber ich durfte... Ich habe sie trotzdem nicht gesehen. Aber warum? Hier steht alle 14 Tage das ganze Wochenende. Sarah, dein Vater ist da. Hallo. Kommst du zurück zu Scientology? Kommst du? Oma und Opa warten unten. Wir wollen alle eine Bootstour machen. Kommst du zurück? Nein, Sarah. Du hast uns nicht mehr lieb. Los, geh! Ich bin immer wieder hingefahren, aber sie... Sie wollte mich nicht sehen. Und irgendwann habe ich das nicht mehr ertragen. Verstehen Sie das? Wir können ja vieles mit Gerichtsentscheiden regeln, aber leider nicht alles. Sie verlangen von mir, dass ich Ihrer Ex-Frau das Sorgerecht abspreche, Sie quasi als Mutter entmündige, nur weil Sie weiter einer Religionsgemeinschaft angehört, der Sie abgeschworen haben. Was glauben Sie, Herr Reiners? Wird sich Ihre Tochter anders entscheiden, wenn ich Sie jetzt hier hereinbitte und Sie frage, ob sie zu Ihnen will oder zu Ihrer Mutter? Wahrscheinlich nicht. Eben. Der Sorgerechtsentzug wird abgelehnt, die Urteilsbegründung geht den Parteien schriftlich zu. Darf ich jetzt lesen? Wenn ich nicht zuhören muss, gerne. Schade. Die außerordentliche Ungeduld von Leuten, die in einer Gesellschaft etwas zu Wege bringen wollen, wird sich schließlich auf diejenigen konzentrieren, die nicht arbeiten wollen. Und von Königen und Tyrannen sind solche Leute sehr oft einfach beiseite geschafft worden. So gibt es also schon sehr alte Präzedenzfälle dafür, dass eine Gesellschaft sich säubert, indem sie die Nichtfähigen aus ihren Reihen entfernt. L. Ron Hubbard.